Wir haben hier jetzt 3132 bei 1,2 GHz. So, jetzt kommt der Hammer, Achtung. Wir sehen 1504 GHz beim Samsung Galaxy S2. Hier haben wir Performance Mode eingestellt, Set on Boot ist bei uns jetzt an und wir probieren das dann mal aus. Geben wir den Benchmark Quadrant rein, Run Full und geben wir das. Hier sieht man auch schon tadellos dauerhaft 60 FPS. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal Ergebnis an. Und wir sehen, haben wir jetzt 4020, ganze 900 Punkte mehr. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann auf dem Handy. Okay, kann man jetzt nicht sehen, aber steht auf jeden Fall so. Stupid.